Liebe Genossinnen, liebe Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist unbestreitbar, das war eine bittere Niederlage der Linken bei dieser Wahl in Nordrhein-Westfalen. Unser Ziel, in diesen Landtag einzuziehen, haben wir deutlich verfehlt. Es lag meines Erachtens nicht an den Themen. Die Themen waren richtig gesetzt. Das Thema Sozialticket, mit dem wir breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen hatten, das Thema kostenfreie Kindertagesstätten, aber auch unsere Themen wie höhere Löhne, insbesondere Einführung von Mindestlöhnen, Leiharbeit, Armutsrenten verhindern, vor allen Dingen eine Millionärsteuer statt kaputt sparen, all das waren Themen, wo wir breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger hatten. Auch unsere Arbeit im Landtag von Nordrhein-Westfalen war durchaus positiv, aber wir hatten in dieser Frage zu wenig Zeit, um die Erfolge, die wir dort erreicht haben, zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren, tatsächlich auch auf uns zurückführen zu lassen. Wir hatten einen aktiven Wahlkampf geführt. Wir hatten breite Unterstützung anderer Landesverbände, auch breite Unterstützung aus der Bundesgeschäftsstelle, Unterstützung von Oskar Lafontaine, von Gregor Gysi. Ich möchte mich bei all denen, die sich daran beteiligt haben, dass wir dort einen guten und aktiven Wahlkampf geführt haben, recht herzlich bedanken. Und trotz dieser positiven Elemente haben wir eine herbe Niederlage einstecken müssen. Warum? Das Erste, was zu nennen ist, ist, wir haben nun eine seit Jahren andauernde Selbstbeschäftigung in dieser Partei und Schüsse auf das eigene Tor. Und wenn man so handelt und so agiert, ist die Performance einer Partei nicht gerade sehr positiv. Auch wenn die Inhalte stimmen, glauben dann irgendwann die Bürgerinnen und Bürger nicht daran, dass diese Partei sie auch lösen kann. Das ist unser Hauptproblem, das wir lösen müssen. Das zweite Problem, wir hatten natürlich auch eine durchaus unterschiedliche Behandlung in den Medien. Ich möchte das so deutlich ansprechen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel letzten Mittwoch eine Pressekonferenz hatten, in der wir dargestellt haben, dass die Steuerquote des Landes Nordrhein-Westfalen, hätte sie noch die Steuerquote noch des Ausmaß des Jahres 2000, dann hätten wir 62 Milliarden Euro Schulden weniger in Nordrhein-Westfalen. Von dieser Pressekonferenz wurde schlichtweg überhaupt nicht berichtet. Wir hatten dort auch mit einer Medienblockade zu kämpfen. Trotz all dieser Dinge, trotz dieser negativen Elemente, möchte ich eindeutig sagen, die Linke bleibt notwendig und wir werden weitermachen, damit sich keiner falsche Hoffnungen macht. Ich sage Ihnen auch warum, weil die Notwendigkeit, in diesem Land höhere Löhne durchzusetzen, weil die Notwendigkeit, die Frage der Altersrenten vernünftig zu regeln und Mindestrenten einzuführen, die Notwendigkeit, eine gerechte Sozialpolitik durchzusetzen und vor allen Dingen eine Millionärsteuer hinzukriegen, damit nicht durch Kaputtsparen letztendlich die Bürgerinnen und Bürger das zahlen müssen, was andere kaputt gemacht haben, diese Notwendigkeit bleibt. Und deshalb rufe ich auch von dieser Stelle alle unsere Mitglieder auf, sich zu beteiligen an den Protesten gegen den Einfluss der Banken am kommenden Wochenende. Unser Ziel ist es, dass wir gewonnenes Vertrauen zurückgewinnen. Deshalb werde ich meine Kraft dafür einsetzen, zu einer kooperativen Führung in dieser Partei beizutragen. Nur eine kooperative Führung ist meines Erachtens in der Lage, die Probleme der Partei zu klären und zu lösen. Ich fühle mich auch bei diesem Zustandekommen einer solchen Führung durchaus in der Verantwortung. Einzelaktionen in diesem Zusammenhang halte ich nicht für hilfreich. Von niemandem. Deshalb bleibt es dabei, am Montag wird der Parteivorstand und am Dienstag der Parteivorstand mit den Landessprechern beraten. Mein Ziel dabei ist es, zu solch einer kooperativen Führung zu gelangen. Meine Präferenz ist, dass keiner der Einzelkämpfer für sich in Anspruch nehmen kann, den Aufbruch, der notwendig ist, zu stemmen. Das geht nur gemeinsam.
Ich hoffe auf ein Team, das verschiedene Wurzeln in der Partei aus Ost und West letztendlich dazu führt, dass die Partei kooperativ und solidarisch in die kommenden Wahlkämpfe geführt werden kann. An diesem Maßstab einer solchen kooperativen Führung werde ich auch meine eigene Entscheidung ausrichten, ob ich selbst für eine solche Funktion zur Verfügung stehe oder nicht. Ich bedanke mich.